Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Kreuzwegandacht. Ich habe ein paar Bilder für die heutige Andacht von unserem Kreuzweg, der ja außen hoch geht, ausgewählt. Ich lade Sie ein, dass Sie die Bilder auf sich wirken lassen und im Schauen auf diese Bilder, ein paar Gedanken, die ich dann dazu auch noch sagen werde, sich in das Erlösungsgeheimnis des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus hineinnehmen zu lassen. Wahrscheinlich wissen Sie es, aber ich sage es nochmal. Der Stationsweg wurde 1710 angelegt, sind gute volkstümliche Barockarbeiten eines unbekannten Meisters. Die Figuren sind geprägt von der Mode und den Vorstellungen der Barockzeit. Sie tragen in der Regel alle eine Kopfbedeckung, da es spätestens im ausgehenden Mittelalter unüblich war, ohne Kopfbedeckung öffentlich zu erscheinen. So symbolisiert die Kopfbedeckung den Status in der Gesellschaft, den Rang, den man bekleidet. Noch ein Wort zu der auffälligen Darstellung der jüdischen Personen durch Kopfbedeckung und einem langen Bart. Es heißt im Talmud, der wichtigsten Schrift des Judentums neben der Tora, bedecke dein Haupt, sodass der Segen Gottes auf dir ruht. Im 11. Jahrhundert wurde dann ein besonderer Judenhut in den Abbildungen verwendet, um Personen als Juden zu markieren. Er entstammt einer freiwillig getragenen jüdischen Tracht, wurde aber dann ab dem 13. Jahrhundert Juden aus antijudaistischen Motiven als stigmatisierendes Kennzeichen vorgeschrieben. Und zu den Haaren heißt es im Buch Levitikus, Kapitel 19, Vers 27, dass die Haare nicht unterhalb der Schläfe abgeschnitten werden dürfen und der Bart nicht mit einem Messer geschnitten. Die Personen am Kreuzweg sind dann zwar als Juden abgebildet, aber wir dürfen ruhig annehmen, dass sie gläubige Menschen waren, also Menschen wie Sie und ich, und wir dürfen darum das Gesagte auch auf uns beziehen. So lasst uns beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, wir sind gekommen, um deinen Kreuzweg betend nachzugehen. Sei du in unserer Mitte. Hilf uns, aus verschiedenen Blickwinkeln heraus neue Einsichten und Ansichten zu finden und das Bestehende in uns zu befestigen. Mach uns stark im Glauben und fest in der Liebe zu dir. Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger unsterblicher Gott. Erste Station, Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Beim Evangelisten Matthäus lesen wir: Als es Morgen wurde, fassten die hohen Priester und Ältesten gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn den Statthalter Pilatus aus. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen: Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich hatte seinetwegen heute Nacht einen schrecklichen Traum. Als Pilatus schließlich sah, dass er nichts erreichte, sondern der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen und wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, das ist eure Sache. Ein paar Gedanken zu dem Bild. Alle haben eine Kopfbedeckung, sind damit wir. Amtliche Personen, auf alle Fälle wichtig, haben Ansehen, gehören zur Gesellschaft, können sich hinter Amt oder Funktion verstecken. Jesus
mit seiner Dornenkrone wird deutlich zum Außenseiter gemacht. Begonnen hatte die Vorverurteilung und Ausstoßung aus der religiösen Gemeinschaft des jüdischen Volkes schon vor der Gerichtsverhandlung begonnen. So heißt es im Evangelium nach Johannes. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium, es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein werden zu können, sondern um das Paschalamm essen zu können. Sie schicken Jesus hinein. Sie geben ihm schon keine Chance mehr, er soll sterben. Kultisch unrein sollte er sterben, als Spottfigur mit Dornenkrone. Was sind denn schon Dornen? Das Minderwertigste schlechthin. Nicht mal Tiere fressen sie. Die Menschen machen einen Bogen darum, stoßen sie mit den Schuhen oder mit einem Stock beiseite. Ein Stockhieb oder ein Fußtritt, hinaus mit diesem Jesus. Und doch, wahrscheinlich denkt bei der Dornenkrone niemand an den brennenden Dornbusch, in dem sich Gott dem Mose offenbart hat. Auch in der größten Ausgestoßenheit, als er ganz weit draußen war, am äußersten Rand, ist Gott bei Jesus im Symbol der Dornenkrone. Er ist auch bei uns. Dieses Trostbild ist uns geschenkt. Gott hat das Nichtige und Verachteste mit seiner Gegenwart erfüllt und durch Jesus neu gefüllt für alle Zeit. Beten wir gemeinsam. Gott, oft verstecke ich mich hinter Masken und Formalien. Ich traue mich nicht, ich selbst zu sein. Nein, ein Außenseiter möchte ich nicht sein. Da verrate ich lieber meine Prinzipien und Überzeugungen. Jesus hat bis zuletzt zu seiner Überzeugung gestanden, dass du ein liebender Gott bist. So liebend und nah, dass er dich Vater nannte. Lass mich in den kritischen Situationen in meinem Leben deine väterlich stützende und mütterlich liebende Umarmung spüren. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, zweite Station. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Markus schreibt, nachdem sie ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und der Evangelist Johannes sagt, er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Schauen wir auf den Mann am rechten Bildrand. Die Kleidung weist ihn als Vertreter des jüdischen Volkes, als einer, der die Gesetze befolgt, als gläubigen Menschen aus. Was mag er denken, unterstützt mit der Hand, die an die Stirn greift? Jetzt geht's wirklich los. Wir haben es geschafft, Pilatus zu überzeugen. Ist es ein Erschrecken, dass auch aus seinem Ruf in der Menge der Gotteslästerer muss sterben, ein Todesurteil gefällt wurde? Überlegt er gleich wie Ruben in der Josefsgeschichte, wie er Jesus noch retten kann? Oder einfach nur, was haben wir getan?
beten wir gemeinsam. Guter Gott, manchmal sind wir in der Rolle dieses Zeitzeugen. Wir meinen, es ist leichter, sich zu verstecken oder sich herauszureden, wenn wir anecken könnten oder anderer Meinung sind. Hilf uns, dass wir uns den Dingen stellen, die uns schwer fallen. Gib uns den Mut, zu unseren Idealen zu stehen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vierte Station. Jesus begegnet seiner Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Im Lukas-Evangelium zu Beginn am Ende der Kindheitsgeschichte heißt es, Simeon sagte damals, als Maria und Josef mit dem Säugling Jesus in den Tempel kamen, zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Auch wenn wir in der Bibel davon nichts lesen, ziemlich sicher ist wohl, die Mutter Jesu war auf seinem schweren Weg mit dabei. Es treffen sich ihre Blicke. Ich bin da. Ich bin bei dir. Ich gehe mit dir. Ich fühle mit dir. Ich bin ja deine Mutter. Ich ahne, was du leidest. Ich weiß, wer du bist, auch in deiner Schwachheit. Die Hand des Soldaten hebt sich zum Schlag. Solidarität mit dem Schwachen fordert Widerstand heraus, Aggression. Es ist doch alles rechtens vom Gesetz gedeckt, also keine Gefühlsduselei. Lass nicht zu, dass du zum Nachdenken kommst. Ich mache nur meinen Job. Die Verantwortung tragen andere, ich ziehe das durch, das ist jetzt meine Aufgabe. Guter Gott, auch ich schiebe gerne Verantwortung ab auf andere, den Staat, die Gesellschaft, die Kirche und bin doch jeweils ein Mitglied davon. Lass mich bei allem funktionieren müssen und erlittenen Enttäuschungen nicht vergessen, dass im Menschen mir eine Schwester, ein Bruder gegenübersteht. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Fünfte Station, Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Der Evangelist Markus schreibt, ein Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Cyrene, der Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, das Kreuz zu tragen. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha, das heißt übersetzt Schädelhöhe. Simon hatte keine Wahl. Es war auch wohl keine Heldentat, als er das Kreuz mittrug. Er trug das Kreuz, weil die Soldaten der römischen Besatzungsmacht ihn dazu gezwungen hatten. Er nimmt keinen Kontakt auf, weder zu Jesus noch zu den Soldaten.
Die Soldaten, ja, die hatten Recht und Macht, jedermann dazu zu zwingen, eine Meile mit ihnen zu gehen und Lasten zu tragen, wie es sie wollten. Simon stammt wohl ursprünglich aus Libyen. Er erwirtschaftete also fern der Heimat das karge Brot für sich und seine Frau und seine beiden Söhne Alexander und Rufus bei der Feldarbeit. Und so ein ganz frommer war er wohl auch nicht, sonst hätte er an diesem Tag der Vorbereitung auf das große Passierfest nicht gearbeitet. Vielleicht war er gar kein Jude. Unser Mann hier auf dem Bild ist wohl eher ein Stadtmensch mit seinem Kessenhut als ein arbeitender Bauer, wie es die Evangelientexte vermuten lassen. Trotz der typischen Kleidung des gehobenen Mittelstands, auch mit Weste und Jacke, langer Jacke, fällt er doch ein bisschen aus der gesellschaftlichen Norm. Die langen Haare, die er unter dem Hut hervorschauen, die Flasche, die er über den Schulter geschmissen hat. Ist die Nase durch Zufall so hell oder ist es eine Säufernase? Nicht zu sehen auf dem Bild jetzt ist, dass der Bildhauer ihn barfuß geschaffen hat. Also einer, wie ein Sklave, wie Jesus immer barfuß war. In der Geschichte vom Barmherzigen Vater hören wir, dass er Schuhe anbekommt, der Verlorene, der Zurückgekommene, damit er wieder Sohn ist für alle. Also barfuß bis rauf zum kecken Hut. Vielleicht ein Symbolbild eines, der quer durch alle Bevölkerungsschichten geht. Einer wie ich. Wie geht's mir? Die Kopfbedeckung der beiden anderen markieren wichtige Punkte auf dem letzten Weg Jesu. Der Hahn, der Zeuge der Verleugnung durch Petrus, krönt den Soldaten. Und der scheint fast noch auf dem Kreuz zu sitzen und es noch schwerer zu machen. Schlecht zu sehen, aber auf dem Hut der mittleren Person, dieses Amtsmannes mit der Halskrause, sind Würfel zu sehen, drei Würfel. Die Würfel, mit denen die Soldaten würfeln unter dem Kreuz um den letzten Besitz Jesu. All das wird ihm mitgegeben, der Verrat und das letzte Bloßstellen. Er trägt es. Und Simon trägt mit. Lasset uns beten. Guter Gott, wie oft belasten wir uns mit unserer in der Vergangenheit erlittenem Unrecht. Wir nehmen diese Erinnerung mit und legen sie auf unsere Schulter, bis wir nicht mehr weiter können. Jesus trägt seine Last. Er schaut nicht zurück, was war, sondern geht aufrecht seinen Weg ohne Angst vor dem, was kommen mag. Mache uns frei von Fesseln an die Vergangenheit und übermäßiger Angst vor der Zukunft. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz die Welt verlöst.
wieder eine Geschichte, ein Bild, das so der Bibel nicht direkt übermittelt wird, aber viele Psalmen greifen vorweg schon eine Geschichte auf, dass Menschen einander helfen. Psalm 27. Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen, verbirg nicht dein Gesicht von mir. Veronika links steht für all jene Menschen, die der Eingebung ihres Herzens folgen und spontan helfen, auch wenn die Situation aussichtslos wirkt. Ihre Geste, dem zu Tode verurteilten Jesus ein Tuch hinzuhalten, wirkt zunächst wie ein Akt rührender Hilflosigkeit. Die Größe ihrer Tat aber, sie spiegelt sich in ihrer Gestalt wider. Sie trägt ihr Haar offen, unbedeckt. Als herrschaftliche Frau stellt sie sich dem Ablauf der Handlung entgegen. Das erregt wieder Widerspruch und Ärger. Der Soldat tritt und schlägt zu. Der Soldat ist entgegen den anderen Darstellungen von Soldaten, den anderen Bildern barfuß. Seine Hose ist wie eine, die der einfache arme Mann trägt. Die restliche Kleidung ist die klassische Soldatenbekleidung. Der einfache Mensch bis hin zur Amtsperson, jede und jeder kann zur aktiven Mittäterin, zur aktiven Mittäter werden. Der Gerichtsdiener rechts, der kleine Mann, klammert sich an die Anklageschrift. Da steht es, er hat es verdient, nur keine Gefühlsduselei. Der zuschauende Mann trägt als Kopfbedeckung einen Hörnerhelm. Was durch einen Übersetzungsfehler des heiligen Hieronymus in seiner Bibelübersetzung begann, ist zur Wirklichkeit geworden. Aus dem Glanz um das Haupt des Mose nach seiner Gottesbegegnung auf dem Berg Horeb sind durch Abkehr von Gott Teufelshörner geworden. Die Wahrheit verdreht der Diabola, der Durcheinanderbringer. Veronika hat die Größe und den Mut, die Kraft, sich nicht durcheinander lassen, zu bringen lassen. Der scheinbar geringe Dienst, den sie Jesus erweist, wird zum Abbild der Zuwendung Jesu. Er bringt die Welt wieder in die göttliche Ordnung. Es ist das klassische Abbild, der Schweißtuch der Veronika, das auch der Bildhauer ausgeprägt hat. Beten wir, im Schauen auf dein Antlitz, da werden wir verwandelt, da werden wir verwandelt in dein Bild. Im Schauen auf dein Antlitz, da werden wir verwandelt, da werden wir verwandelt in dein Bild. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 11. Station. Jesus wird ans Kreuz gehauen, so steht's auf der Kreuzwegstation, ans Kreuz gehauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Lukas schreibt in seinem Evangelium, sie kamen zur Schädelhöhe, dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Der ausgestreckte Zeigefinger des Chefs auf dem Bild weist auf Jesus. Selbstbewusst steht er da, der auf Jesus zeigt. Die rechte Hand zur Faust geballt, die Lippen verzogen. Fast meint man, er will mitschlagen mit seinem Untergebenen. Es gibt Geräusche, die man nie vergisst. Den Knall bei einem Verkehrsunfall, den Aufprall eines Körpers, den Hammerschlag, der einen großen Nagel in ein Holz schlägt. Alle Beteiligten außer Jesus verziehen die Lippen. Im Psalm 22, den Jesus vor seinem Tod angestimmt hat mit den Worten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein paar Versen weiter klagt der Beter. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen. Es ist ein Zeichen des Spotts. Lasset uns beten. Jesus, lass mich daran denken, dass du vor dem menschlichen Elend nicht zurückgewichen bist, als es Tod ernst wurde. Spott, Hohn, Verachtung, Leid und Todesqualen hast du ausgehalten. An deinen für die Menschen offenen Armen wurdest du festgenagelt. Wird einmal die Zeit kommen, da ich nichts mehr tun kann. Lass mich dann spüren, dass du bei mir bist und dich auf mein Leben einlässt. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, dein Kreuzweg erinnert uns daran, dass du unsere Wege mitgehst, die geraden und die krummen, die leichten und die schwierigen, die zielführenden und die, auf denen uns die Orientierung fehlt. Wir danken dir, dass du bei uns bist, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Beten wir noch das Gebet, das uns Jesus geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und stellvertretend für alle Menschen am Kreuzwege Jesu damals und heute, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Und die Maria, Mutter Gottes, die für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, geht hin in Frieden.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren, sich eingelassen haben und dass Sie Ihre Sorgen und Ihre Menschen mit hineinbringen.